Hallo und herzlich willkommen zurück zu Forza Horizon 5 hier auf dem Pixel-Kanal mit mir, dem Ray. In der heutigen Ausgabe steht unser Streckentestformat RTDS an und wie immer verlieren wir keine Zeit und beginnen direkt mit der ersten Einsendung, welche mir der Zufallsgenerator ausgelost hat und die kommt von Ida Kerio mit seiner Panoramica de Hotel Castillo. Hi Ray, nach mehrmaligem Fahren der Strecke sind mir nochmals einige Stellen und Checkpoints aufgefallen, die ich überarbeitet habe. In der Stadt ist bergauf Richtung Hotel ein Kreisel mit einer Antenne. Diese ist mit undurchdringlichen Pöllern gesichert. Ich empfehle dir maximal S1-900 Fahrzeuge, da diese nicht zu schnell sind und mir am meisten Spaß machen auf der Strecke. So, genug gelabert, auf ins Vergnügen, Kritik gern gesehen. Ja, zwei Dinge an dieser Stelle. Aus dem Text geht natürlich hervor, dass es ein Update ist. Ja, es ist ja immer möglich, dass die Streckenhersteller auch ihre Strecke quasi updaten, beziehungsweise auch wenn sie noch nicht in der Folge dran kam, trotzdem aber über die Zeit, weil sie eben noch nicht dran kam, die Strecke geupdatet haben und dann kann man das natürlich nachträglich einreichen. So geht es jetzt aus dem Text hervor, dass das hier auch geschehen ist. Und der zweite Punkt ist, dass Ida Kerio zu dieser Strecke mehrere Varianten erstellt hat und diese Freigabecode zu diesen anderen Varianten haue ich euch auch mit in die Freigabecode-Übersichtstabelle. Da der Hinweis, die findest du in der Videobeschreibung. Da findest du nicht nur eben jetzt die Varianten dieser Strecke, sondern auch alle Freigabecodes aus der heutigen Folge und auch aus allen vergangenen RTDS-Folgen, sowie auch den Freigabecode der PXA-Teststrecke. Das erwähne ich immer wieder, weil ich immer wieder danach gefragt werde, ob man die auch selber fahren kann. Ja, kann man. Und dort findest du unter anderem auch den Freigabecode. Aber jetzt wirklich lang genug gelabert, so wie er es ja schon geschrieben hat. Wir gehen raus oder beziehungsweise verlassen den Vorhof dieses Häuschens und geben eben diesen Freigabecode ein. Da einfach auch das Beispiel, wenn du selber die Strecke fahren möchtest oder testen möchtest, wozu ich dich natürlich herzlich einlade, kannst du es genau so machen. Das ist eigentlich der schnellste und einfachste Weg. So, da bin ich mal sehr gespannt, was uns hier erwartet. So. Und dann müssten wir das auch gleich finden. Ja, wie immer, ich gehe komplett blind in diese Strecken rein. Das Einzige, was ich im Vorfeld überprüfe, ist, ob die Strecke tatsächlich noch über den Freigabecode zu finden ist. Weil, wenn man die Strecke meistens updatet und dann quasi, ja, neu freigibt, dann ändert sich meistens auch der Freigabecode. Und dann ist natürlich der ältere Code nicht mehr verfügbar, aber in dem Fall ist alles cool. Und dann würde ich mal sagen, schauen wir uns das Ganze an. Ja, ich habe mich mal jetzt hier für den McLaren 620R entschieden. Einfach spontane Eingebung. Beziehungsweise nicht ganz so spontan. Es hat einen gewissen Grund, aber den möchte ich nicht näher ausführen. Auf jeden Fall, cooles Fahrzeug haben wir uns ja auch noch einmal im Let's Play angeguckt. Also, warum nicht? So, okay. Auf jeden Fall ein Rennen mit den drei Vatanen. So. Bin gespannt. Auf jeden Fall fährt ein Pien vorne mit. Finde ich ja schon mal super lustig. So. Sie. Ey, immer ruhig. Wenn wir uns irgendwie vorbeikämpfen. Sondern dass wir ein bisschen mehr Blick auf die Strecke haben. Boah, geil. Yo, aua. Ist ja schlimmer wie Multiplayer. Was ist denn hier los? Hey! Ah, das ist das mit der Antenne gemeint. Okay, I see. Wollte ich nur mal testen. Ich bin ganz ehrlich, um Strecken anzugucken, nerven mich die drei Vatare ultra. Ja. Also, wenn es euch keine Mühe macht, gerne auch Strecken ohne drei Vatare immer einsenden, weil, ja, genau deswegen. Es macht einfach so keinen Spaß. Ich starte nochmal neu. Es ist einfach so nervig mit drei Vatanen, ne? Du bist erstmal. Das Problem ist, dass drei Vatare meistens bei eigenen Strecken, finde ich, entweder nochmals aggressiver, beziehungsweise ich formuliere es anders, nochmals dümmer agieren. Ja? Das macht es so nervig, finde ich. Aber ich versuche mich jetzt einfach mal, ohne zu sehr auf die Strecke zu achten, einfach jetzt einfach mal ganz schnell an den drei Vatanen vorbeikämpfen, weil, sonst werden die mich jetzt die ganze Zeit malträtieren und da habe ich echt keine Nerven zu. Ja, anstattdessen mache ich es mit ihm. Ja, okay, also an der einen Stelle ist halt eine fiese Bodenwelle, die das Fahrzeug gerne aushebelt. Das, die Erfahrung habe ich schon ein paar Mal in CVR gemacht, wenn wir hier ja unterwegs sind. Aber jetzt habe ich mich, glaube ich, mal gut vorbeigesetzt. Das ist schon mal nicht schlecht. Da können wir ja jetzt nochmal ein bisschen mehr auf die Strecke achten und dementsprechend dann auch in Runde 2 nochmal alles angucken. Also, er hat auf jeden Fall einige Objekte platziert, die sich auch wiederholend quasi wiederfinden, was ich ja sehr gut finde, weil dadurch wirkt das Ganze auch wie eine Einheit. Okay, das ist auch ganz cool. Warum nicht?
wenn man das nicht zu lang sich angucken kann. Mal ganz kirre. Danger, Danger, weil man da runterfliegen kann. Okay, I see. Ja, also er hat es quasi schon sehr einheitlich gebaut. Das finde ich sehr gut. Ne? Da sind wir wieder beim güldenen Schnitt. Checkpoints, soweit ich es sehe, auch sehr, sehr gut. Was ich noch ganz cool finden würde, einfach um es so ein bisschen stimmungsvoller zu machen, dass man die Tribünen auch hinter diese Betonbanden stellt. Also so wie es auch bei den Originalstrecken im Spiel ist. Die haben ja die Tribünen auch quasi hinter diese Betonmauern gesetzt, dass man quasi sich die Mühe macht, da auch nochmal solche Sperrabschnitte zu machen. Ne? Nicht nur in den Kurven, sondern auch wirklich sofort die Tribünen das platzieren, um das einfach nochmal so ein bisschen quasi zu sichern, ja, weil diese Tribünen ja auch irgendwie jetzt nicht so den ultrastabilen Eindruck machen. Also sagen wir mal, in der Realität, wenn du da mit voll Karacho mit dem Auto reinballerst, dann kracht du dann die ganze Tribüne zusammen. Gut, als Fahrer hast du natürlich dann andere Sorgen. So, ich versuche mal hier. Ja, das ist so krass, guck mal, wie das direkt blockiert. Also klar, vielleicht sind die Bremsen jetzt auch nicht so geil oder so, aber die Stelle ist wirklich fies. Also selbst in CVR weiß ich, wenn man da unbedingt in diese Linkskurve möchte, dann muss man da echt so vorsichtig anbremsen. Ne? Da ist so eine ganz fiesen Bodenwelle. Es gibt so ein paar Stellen hier in der Stadt und das ist halt, ja, ist halt nicht so geil für die Strecke, aber das ist halt dann die Schwierigkeit an dieser Strecke. Und wie gesagt, das Auto ist natürlich auch auf Spitze auf Knopf. Ne? Also das natürlich auch. Andere Autos stecken das vielleicht ein bisschen besser weg, aber trotzdem. Das ist natürlich eine fiese Stelle. Aber da kann ja der Ersteller nichts für. Na, so wie dieser Abschnitt da vorne, wie du den gemacht hast, das finde ich cool. Und wenn du das jetzt hier auch so, weil so sieht es halt einfach so wie so eine verlassene, ja, Tribüne aus. Also das würde ich nochmal so als i-Tüpfelchen oben drauf geben. Dann würde ich sagen, wirkt das Ganze nochmal ein bisschen stimmungsvoller. Deswegen einfach die Tribünen, so wie es hier quasi ist, nur dass du die Tribüne da freigelassen hast, einfach die Mauer durchziehen und quasi, ja, die Tribüne da hinten dran nochmal, oder vorne dran besser gesagt, sichern. Das würde ich noch, upsala, fühlen. Ansonsten eine coole Strecke, hat natürlich schon eine schöne Distanz für eine Runde. Also hier würden jetzt wahrscheinlich auch zwei Runden genügen, weil die Runde ein bisschen länger ist, so wenn man jetzt auf einen normalen Schnitt gehen möchte. Aber ansonsten habe ich eigentlich alles gesagt. Checkpoints sind super, die Objekte wiederholen sich immer. Wie gesagt, das mit den Mauern habe ich jetzt 10-mal erwähnt. Ich glaube, es ist klar geworden, was ich meine, dass man das nochmal ein bisschen stimmiger hinbekommt. Ansonsten, ja. Top-Strecke, finde ich cool. Gefällt mir, einen guten Flow auf jeden Fall. Wie gesagt, das mit der Bodenwelle ist halt natürlich fies, aber es ist halt so. Und manch anderes Fahrzeug, manch anderes Tuning steckt es dann auch besser weg. Das Auto ist natürlich ja schon super hart und aggressiv ausgelegt. Und komm, einmal würde ich jetzt versuchen, die Stelle mal richtig hinzubekommen. Nicht selten in CVR habe ich mich dann spontan auch als dafür entschieden. Aber guck mal, selbst wenn ich so schwach bremse, ist es unmöglich, es zu schaffen. Das ist so fies, diese Stelle. Na nee, gut, brechen wir aber hier an der Sache ab. Möchte jetzt nicht die vollen Runden drehen. Super Strecke, finde ich geil, gefällt mir. Wie gesagt, das noch mit den Tribünen vielleicht überarbeiten. Ich glaube, das würde nochmal so ein bisschen stimmungsvoller wirken. Und ansonsten, ja, gibt es von meiner Seite nicht viel zu sagen. Wie gesagt, checkt auf jeden Fall auch die anderen Versionen aus, die er eingesendet hat. Ist eine Freigabe-Übersichtstabelle zu finden. Und lasse ihm vor allem auch ein bisschen Feedback da. So, und wegen dieser Bodenwelle, ich demonstriere das nochmal. Das ist echt eine super fiese Stelle. Ja, man sieht ja auch, wie er da sich so absenkt und so weiter. Und das ist halt immer, ja, wenn es dann von der Kompression und so weiter. Ja, guck, ja, direkt blockiert. Ich drück ganz schwach, also ich drück vielleicht so 20% die Bremse. Aber hier ist einfach so eine fiese Bodenwelle, die das Fahrzeug komplett aushebt beim Anbremsen. Das ist echt fies. Naja, egal.
da, wie gesagt, ist auch das Tuning ein bisschen fies. Wenn man es weiß, dann muss man ein bisschen besseres Fahrzeug oder das Tuning dafür anpassen. Sei es drum, wir machen auf jeden Fall, upsala, weiter mit der nächsten Einsendung. Und natürlich, was wäre eine RTDS-Ausgabe, wenn nicht einer der vielen Einsendungen von Kazoo drankommt. Und zwar diesmal mit seiner Agropolis Rally. Hey Ray, hiermit sende ich dir meine neueste Variante der Agropolis Rally ein. Es ist eine lange Rallye-Strecke mit vielen verschiedenen Dingen. Dabei versuche ich ein wenig die Atmosphäre der griechischen Rallye einzufangen. Und ich hoffe, dies ist mir gelungen. Die Strecke startet auf dem Land mit vielen Feldern, wechselt dabei zwischen Asphalt und Schotter. Danach geht es in die Berge über mit fantastischen Aussichten und engen Kurven über. Gefolgt von einer sehr schnellen im Talfahrt mit einem kleinen Tunnel. Der letzte Abschnitt geht nochmal ein wenig mehr zur Sache und fasst alle vorherigen Parts kurz zusammen und endet schließlich in einem griechischen Dorf, wo dann das Ziel wartet. Ich hoffe, die Strecke macht dir auch Spaß und dabei empfehle ich dir ein Rallye-Auto in der Klasse B bis A-Klasse. Klasse B bis A-Klasse, okay, ja. Mit freundlichen Grüßen, Kazoo. Ja, vielen, vielen Dank. Ich bin mal sehr gespannt. Klingt auf jeden Fall interessant. Mal gucken, wie du das griechische Flair in Mexiko eingefangen hast. Und ja, dass ich den Fehler nicht nochmal mache, das falsche Fahrzeug zu wählen, wähle ich es jetzt einfach wieder vorher aus. Und ja, wir nehmen einfach jetzt ganz klassisch mal den Peugeot. Der ist halt, ja, auf 800 einfach super geil zu fahren. Deswegen denke ich mal, passt es. Und dann gucken wir doch mal, was uns hier erwartet. Event Lab. So. Ja, auch aus dem Text geht natürlich hervor, dass das schon bereits ein Update ist. Also die Agropolis Rally hat er ja schon mal eingereicht. Das ist natürlich die Update-Version. Da natürlich auch der Hinweis, ja, weil er der Zufallsgenerator aussucht. Ich verknüpfe das schon immer, wenn ihr was einsendet und ihr fett Update dahin schreibt. Und da vielleicht noch ein Hinweis an dich, Kazoo. Bitte nicht Update in den Titel schreiben, ja, sondern wirklich als allererstes Wort da, wo der Text ist. Ja, so wie es eigentlich auch im Ding steht. Das ist für mich einfacher, dann rauszufiltern. Dann vermerke ich immer das entsprechend die Update-Version. Das heißt, wenn der Zufallsgenerator die Strecke auswählt, dann greife ich immer direkt schon aus die neueste Version zurück. Zumal die alten Freigabecodes in der Regel eh nicht mehr funktionieren. So, wunderbar. Dann starten wir das Ganze mal. Ja, toi toi Häuschen sind auch am Start, wunderbar. Können wir nochmal ein bisschen Gewichtsreduktion machen am Anfang. Okay, let's go. Also, ich denke mal, wie er es beschrieben hat, jetzt haben wir natürlich erstmal so ein bisschen die ländliche Gegend. Oh, Alter, okay, vertreib. Okay, ja, ich merke schon, blau und weiß, ne, wegen Griechenland so ein bisschen. I see. Auf jeden Fall wissen wir, die Lieblingsreifen von Kazoo sind die weiß-roten. Bleibt natürlich. Ja, wie fies ist der Fels, bitte? Hast du den platziert, Kazoo? War nur wegen mir gemacht. Ganz genau, in den Busch wäre da bestimmt fahren. Da platziere ich mal ganz fiesen Fels hinten dran. Über Kuppe. Weil es schon fast mehr Sprung ist wie Kuppe. Ja, also ich finde die Etappe bis jetzt wieder super geil. Aber ja, was soll ich groß dazu sagen? Also jeder, der schon ein bisschen dabei ist hier im Let's Play, kennt natürlich schon die Einsendung von Kazoo, wer jetzt vielleicht zufällig zum ersten Mal hier reinschaut. Also Kazoo ist quasi darauf spezialisiert, Rallye-Einsendungen zu machen und die mit einer sehr hohen Detaildichte. Und er setzt sich meist ein Rallye-Thema, beziehungsweise eine andere Nation. In dem Fall ist es jetzt mehr oder weniger Griechenland, beziehungsweise Akropolis hat er es ja genannt. Und ja, also, das ist natürlich immer gut. Also, ich habe da jetzt eigentlich seltenst irgendwas anzumerken.
Ja, bei einer richtigen Rally-Stage, also so wie man sie jetzt kennt, aus der Rally, wirst du natürlich nicht so viele Absperrungsobjekte sehen mit Reifen und so weiter. Da wird der Fahrer natürlich oftmals einfach auch alleine gelassen. Da gibt es ja meistens so ganz dezente Absperrungen, wenn überhaupt. Ich denke mal, ich muss links lang. Das war jetzt hier nicht so ganz ersichtlich, aber ja, ich habe es gut bekommen. Stadion-Flair. Ist auch, glaube ich, eine etwas längere Etappe. Ich glaube, über 19 Kilometer lang, wenn ich es richtig gelesen habe. Man sieht auch, wir haben erst 30%. Aber geile Stage. Also von den Abschnitten, die ja verbunden wurden, geil. Objektdichte brauchen wir eh nicht drüber reden bei Cazoo. Das ist insane, wie viel Arbeit es machen muss. Das kann man immer wieder betonen. Das ist unglaublich. Ein bisschen untersteuert mein Auto hier. Mauern und Tribüne dahinter. Beispiel von vorhin. So habe ich es gemeint. So. Wirkt halt einfach ein bisschen stimmiger. Okay, jetzt haben wir noch kleine Schikane. Auch nice. I like. Halt sehr viele auch schnelle Abschnitte dabei. Was ja okay ist. Es gibt ja einfach auch schnelle Rallyes. Ich finde es aber auch nicht zu wild, also es passt. Ist halt, wie gesagt, eine sehr lange Stage. Okay, jetzt müssen wir hier auch einmal um. Nicht geil. Das finde ich cool. Feier ich. Das finde ich cool, dass man das hier so noch mitnimmt. Nochmal den Ausgleich zu den schnellen Abschnitten, kommen jetzt hier wieder eher technische, langsamere Abschnitte. Aber echt lange Stage, ne? Ich meine, gut, Rallye-Etappen können auch mal länger sein. Aber ich finde sie tatsächlich okay. Also, ne, oftmals tue ich mich schwer mit langen Rennen. Aber hier ist halt einfach immer auch ein bisschen Abwechslung geboten. Dabei aber verliert trotzdem die ganze Geschichte nicht ihr güldenen Schnitt halt, ne? Also es ist trotzdem irgendwie eine Einheit, es passt zusammen, trotzdem ist es irgendwo abwechslungsreich. Also ich hoffe, ihr versteht, was ich meine und seht es vielleicht so ähnlich. Aber ja, wieder einmal kann ich da noch voll des Lobes sein für Cazoo. Geile Sache. Fällt mir richtig gut. Auch wenn jetzt das Griechenland-Flair schwierig ist, so, also wenn ich jetzt das fahren würde und mir vorher die Aufgabe gestellt würde, okay, du fahr mal die Etappe und dann versuch mal zuzuordnen, was könnte das für ein Rallye sein. Ja, würde ich halt wahrscheinlich Mexiko sagen, ne? Warum wohl? Ja gut, das sieht dann halt ein bisschen so nach Mexiko-Rallye aus. Aber ist ja auch klar, wir sind halt auch in Mexiko. Mal, ob hier noch mal was sich versteckt. Ansonsten ist halt wieder sehr viel Asphalt und sehr viel schnelle Abschnitte, was ja okay ist, ne? Es gibt ja Asphalt-Rallys, die auch wirklich schnelle Landstraßenabschnitte haben. Hier halt schon hier dabei. Hier nochmal rein. Ja, da hätte ich jetzt natürlich jemand, der mir aus dem Gebetsbuch vorliest, dass ich hier links ab muss.
Ey, aber wenn das so weitergeht, schaffen wir heute sogar nur 3 Einsendungen, ey. Ist ja krass. Aber gut, ist halt lang, ne? Eine lange Etappe. Und die nächste Einsendung wird auch ein bisschen länger sein. Aber ich will natürlich trotzdem das jetzt komplett mitnehmen. Ja, ist halt auf jeden Fall eine richtig lange Etappe, richtig lange Stage. Aber wie gesagt, da es halt natürlich bis zum Ende diesen Detailreichtum behält, bleibt's spannend. Ja, nice. Also, vielen Dank, Kisu, für ein weiteres Meisterwerk. Ich glaube, man kann es nicht anders sagen. Vor allem für diese Länge halt, ne? Also, unglaublich. Krass, krass, krass. Ja, gut, aber ziehen wir direkt weiter durch, dass wir auf jeden Fall noch eine weitere Einsendung hinbekommen. Weil, ja, also 3 Stück sollten wir halt schon hinbekommen. Aber klar, bei so längeren Etappen geht es halt fast nicht anders. Und ich glaube, ja, bei sowas kann man auf jeden Fall bis zum Ende durchziehen. Das kann man sich auf jeden Fall geben. Gut, nächste Einsendung kommt von Rombus Krebs mit seinem Gauntlet Version 2. Hi Ray, hier meine Neuinterpretation des Gauntlet. Da mir dieser im Original in diesem Teil leider viel zu viel über Straßen geführt hat, die sich meiner Meinung nach nicht wirklich für eine Rallye-Strecke eignen. Ich habe insgesamt ca. 20 Stunden an der Strecke gearbeitet, weil sie, seit ich den Gauntlet gefahren war, ein echtes Herzensprojekt von mir war. Der größte Teil der Zeit ist für das Platzieren von extrem vielen Elementen draufgegangen, was sich aber meiner Meinung nach wirklich gelohnt hat. Gegen Ende der Strecke sind durch Wegweiser 2 Möglichkeiten angezeigt. Die Strecke zu fahren, es funktionieren aber leider nicht beide. Fahr daher bitte bei der ersten Gabelung links und bei der zweiten Gabelung rechts, an den kleinen Inseln vorbei. Empfehlen würde ich dir für diese Strecke ein Rallye-Auto in der A800-Klasse. Welches du nimmst, ist dir aber selbst überlassen. Viel Spaß beim Fahren und bleib gesund. Fabian. Vielen Dank. Ja, wir könnten jetzt theoretisch im Peugeot bleiben, aber wir wollen ja ein bisschen Abwechslung haben. Und deswegen nehmen wir einfach mal ganz klassisch einen Sport Quattro, den ich hier irgendwo habe. So ist es. Und dann gucken wir uns das mal an. Also, eine neue Version des Gauntlets. Das ist ja schon mal wirklich eine Aufgabe. Herzensprojekt, sagt er ja. Ich bin mal echt gespannt. Und dann gucken wir mal. Ja, ebenfalls von der Distanz her ziemlich ähnlich. 19,3 Kilometer. Die Einsendung Kasu war 19,6 Kilometer. Also sind jetzt 300 Meter Unterschied. Zumindest mal, was die Gesamtdistanz angeht. Deswegen, ja, glaube ich nicht, dass wir heute noch eine 4. Einsendung schaffen. Aber keine Sorge, keine Sorge. Die nächste RTDS-Folge ist schon um die Ecke. Ja? Ich versuche ja mehr oder weniger jede Woche zumindest mal eine Folge zu bringen. Ich meine, ist ja auch ein cooles Format. Ja? Ist auch immer für mich was Neues, ist für euch was Neues. Und wenn ich den Kommentaren Glauben schenken darf, findet ihr die RTDS-Folgen ja auch sehr cool und sehr abwechslungsreich. Und dem kann ich nur zustimmen. Ja? Gut, dann schauen wir doch mal, was uns hier der gute Fabian bzw. Rombus Krebs erstellt hat. Oh, ja, geil, Treiber. Ja. Diese Pop-Ups nerven die. Egal, let's go. Wir haben ja keine Treibertare. Turboloch ist wieder am Start. Let's go. Okay.
Ich habe halt den Gauntlet gar nicht mehr im Kopf, wenn ich ehrlich bin. Deswegen kann ich da jetzt keinen wirklichen Vergleich ziehen, aber ich betrachte das einfach mal als, ja, typisches Rallye-Dirt-Grip-Sprint mit einer etwas längeren Distanz, wie sie halt hier im Spiel so ein bisschen auch zu finden sind. Ist natürlich jetzt in der Objektdichte nicht so krass, wie es Gazoo gemacht hat, aber daran will ich es jetzt auch nicht messen. Wie gesagt, normale Rallyes oder so sind jetzt auch nicht so extrem proppervoll. Weil natürlich da Ausnahmen bestätigen ja immer die Regel und so. Ja, also. Zwei Dinge. Positiv zu erwähnen ist schon mal Checkpoints. Super gut platziert, klar ersichtlich. Gefällt mir sehr gut für eine quasi klassische Strecke, wie man sie im Spiel erwartet. Ja, das ist ja was, was ich ja bei Gazoo weiß, dass er sie nicht so setzt, wie ich sie gerne hätte. Er setzt sie so ein bisschen nach einem anderen Ziel, deswegen erwähne ich das auch nicht weiter bei Gazoos Strecken. Aber klar, wenn man fair ist, sind die Checkpoints nicht so, wie ich es mag bei Gazoos seinen Einsendungen. Weil ich sage immer, Checkpoints in dem besten Fall immer in den Scheitel setzen, beziehungsweise in den Scheitel, wo man halt einfach auch als Fahrer hinfährt, ist halt einfach 10 Millionen Mal einfacher, sich zu orientieren, wo es lang geht und wie man das Fahrzeug positioniert. Ja? Gerade wenn man keine Ideallinie anhat, so wie ich es habe, gerade wenn man nicht immer auf die Minimap unten achten möchte, sondern einfach mal fahren möchte und den Blick nach vorne richten möchte, ist das natürlich immer sehr geil. Das ist hier sehr, sehr gut. Nächster Punkt ist aber, auch wenn da natürlich schön Objektplatzierung gemacht wurde, was ich top finde und es auch für eine Rallye-Strecke, sag ich mal, okay ist, ja, muss nicht mehr sein, würde ich aber sagen, für ein Gauntlet 2.0 hätte ich es jetzt irgendwie gefeiert, dann doch mehr diese Festival Vibe aufzunehmen. Also im Prinzip ist versuchen, genauso wie die Festival-Strecken, also die Originalen sind, diese Thematik so ein bisschen aufzunehmen, ne, mit klar Mauern, aber mit Tribünen, mit den Fahnen und so weiter, so wie halt die ganz normalen Strecken halt einfach auch aussehen, ja. Das hätte ich jetzt schon gefühlt, weil dann würde es sich mehr so wie eine verbesserte Version anfühlen. So fühlt sich das jetzt rein von der Objektplatzierung einfach nur an wie, ja, eine Rallye-Etappe. Aber jetzt nicht, also, ich würde da jetzt nicht drauf schließen, dass das ein Gauntlet sein soll, ne, wenn du verstehst, was ich meine. Ist natürlich absolut wieder Interpretationssache und ist vor allem auch dem Ersteller entsprechend überlassen, ja, sagen wir es mal so. Und wenn du sagst, nee, ich will aber diesen Stil haben, diesen minimalistischen Stil, finde ich das völlig geil. Also, ne, nicht falsch verstehen, ich finde ihn cool. Nur, wenn man halt eben sagt, hey, ich möchte eine bessere Version eines vorhandenen machen, dann fände ich es irgendwie cool, wenn man auch so versucht, so ein bisschen diesen offiziellen Flair so ein bisschen mitzunehmen. So. Aber das ist das Einzige, was ich jetzt dazu sage, weil am Ende des Tages ist es trotzdem geil, wie es ist. Und hättest du jetzt im Vorfeld gesagt, hey, ich habe hier eine Rallye-Etappe, die einfach halt ein bisschen länger ist, dann hätte ich das wahrscheinlich so gar nie erwähnt, weil dann hätte ich es einfach für so angenommen. Aber wie gesagt, einfach halt mit dem Bezug auf Gauntlet, bla, bla. Ich glaube, es ist klar, was ich meine. Aber ansonsten Top-Strecke bis jetzt, mir gefällt es echt sehr gut. Geile Schotterabschnitte mit dabei. Hier auf der Brücke würde ich tatsächlich so einen Slalom oder sowas fühlen. Ja, weil hier ist eine lange, du hast die Übersicht, du siehst es früh ein oder von mir ist auch hier. Ja, es gibt ja bei Rallyes wirklich so, wo man wirklich so, ja, Heuballen meistens hat oder sowas, wo man halt einfach so einen kurzen Bremsen links, rechts, so, dass man gut rumkommt halt. Irgendwie sowas, ne, wo man Tempo rausnehmen muss. Fände ich ganz geil, weil es halt doch ein sehr schneller Abschnitt jetzt gerade war. Gerade weil das Ziel ja war, den Asphaltanteil zu minimieren. Ja, würde ich sowas irgendwie auch fühlen. Aber immer nur spontane Ideen, die ich einfach habe, muss man natürlich nicht so umsetzen. Und am Ende des Tages kann jeder Hersteller selber, glaube ich, ganz gut einsortieren, was er mit meinen Inputs anfangen kann oder nicht. Ja, ist nur eine Idee, muss man nicht so machen. Ist auf jeden Fall eine
schnellere Etappe als das, was wir jetzt bei Su gesehen haben. Also würde mich jetzt nicht wundern, wenn wir das Ganze hier ein Stück schneller abschließen. Aber wie gesagt, ist ja auch ein ganz anderes. Das passt schon. So, das Festival. Hier fahren wir einfach straight geradeaus durch. Na, sehr schnell. Ja, aber ansonsten eine coole Strecke auf jeden Fall für, wie gesagt, so eine längere, ich sag jetzt mal 15 bis 25 Kilometer Strecke. Und das ist halt, würde ich halt schon in die längere Kategorie auf jeden Fall einsortieren. Jetzt mal die 50 Kilometer und so weiter. Was hat er jetzt gesagt? Jetzt muss ich aufpassen. Ja, links halt, ne? Da wollte der Checkpoint ist. Ja, jetzt muss ich hier lang. War das eben, weil das jetzt egal gewesen wäre, oder? Da meint er hier. Da, wo halt die Checkpoints sind. So. Ich verstehe schon, warum man hier so Abzweigungen gemacht hat, weil halt in diesem Flussbeet, diesem ausgetrockneten, halt einfach auch mehrere Arten gibt und so weiter. Jetzt am Ende kommt mehr so dieser typische Festival-Stil, ne? Wenn das euch gerade so auffällt. Aber ihr seht auch wieder Mauern und dahinter die Tribünen. Es sieht einfach stimmiger aus. Das nochmal ganz am Anfang aufzugreifen. Sind nur kleine Details, ich weiß, aber es wirkt einfach cool. Aber es sieht schon cool aus, also mit den Tribünenabschnitten und so. Ah, da sind wir auch schon fertig. Ja, wunderbar. Nee, also ich muss wirklich sagen, heute wieder, wenn auch nur 3 Einsendungen, ja, ich würde auch gerne am liebsten 10 machen, aber dann wird die Folge viel zu lang und ich will halt einfach ungefähr diesen 30-Minuten-Takt bei den Folgen einfach beibehalten. Nee, aber diese 3 Einsendungen, die wir gesehen haben, wirklich alle top. Ja, also selbst wenn das jetzt immer sehr kritisch klingt, will ich einfach nur noch mal ganz kurz sagen an dieser Stelle. Ich nenne halt meistens die Dinge, die mir auffallen, die man vielleicht noch mal anpacken kann, verändern kann, anders machen kann. Das heißt aber nicht, dass ich es schlecht finde, um Gottes Willen. Ich finde die Einsendungen gerade heute auch wieder alle richtig gut. Richtig, richtig gut. Die zählen auf jeden Fall zur besseren Kategorie. Sehr stimmig, sehr überlegt. Sehr viel Mühe da drin. Also deswegen an alle 3 Einsendungen wirklich absolut top. Ja, vielen, vielen Dank auf jeden Fall für diese Einsendung. Und ja, ich kann nur jeden dazu einladen, auch eben diese Strecken mal selber zu testen mit dem Fahrzeug, wo er einfach Bock drauf hat. Und einfach auch selber Feedback zu geben, was euch so auffällt. Ja, natürlich klar, was euch jetzt auch aufgefallen ist, schon beim Wolkengucken, aber vielleicht auch beim Selberfahren. Und dann eben den Erstellern auch mal euer Feedback geben. Ja, was ihr gut findet, was ihr vielleicht nicht gut findet oder was ihr vielleicht auch als Idee habt, was man da vielleicht noch machen kann. Am Ende des Tages ist der Ersteller immer selber der entscheidet, ob er damit was anfangen kann oder halt eben nicht. So, ich bin jetzt aber raus. Vielen lieben Dank fürs Einschalten. Wenn es dir gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben da. Wie schon gesagt, Feedback in die Kommentare, insbesondere Feedback natürlich zu den jeweiligen Strecken. Und ich sage aber tschüss an dieser Stelle. Wir hören uns hoffentlich in einer der kommenden Folgen wieder. Mach's gut und bis dann. Ciao!